Und jetzt sind wir ein Junge. Jetzt sind wir quasi nicht mehr ein Baby. Das halt hochgeht. Das heißt, je älter, also das Ding ist, je höher wir kommen, desto älter werden wir also auch, Leute. Ich will euch mal dieses coole Spiel zeigen. Und zwar heißt es Noah's Heart. Das Spiel ist plattformübergreifend für Android, iOS und Windows. Und alle Kontodaten werden synchronisiert. Das heißt, du kannst einfach überall spielen. Wenn du dich jetzt vorregistrierst, kriegst du eine mega Belohnung, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Also worauf wartest du? Ich erzähle euch mal ein bisschen was. Und zwar ist es ein Open-World-MMORPG-Spiel mit 5 verschiedenen Sprachen. Eine planetähnliche Welt ist vorhanden, also eine nahtlose Karte ohne Grenzen, genau wie ein echter Planet. Erkunde die Welt mit verschiedenen Transportmitteln wie Enterhaken, Jetpacks, Reittiere, Züge und Boote. Es gibt Phantome, die sind Helden, die auf Grundlage von historischer Persönlichkeiten wie Einstein, Darwin, Shakespeare und so weiter erschaffen wurden. Außerdem gibt es noch Charakteranpassungen. Da hast du die volle Kontrolle über dein Aussehen, wie zum Beispiel Haut, Ton, Körpergröße, Augen und noch vieles mehr. Du kannst deinen Charakter auch verbessern, indem du einfach herumspielst und dann deine Parameter optimierst. Wir werden jetzt mal den Phantom Gacha beschwören. Oh mein Gott, und so bekommt man anscheinend ein SSR-Phantom, Freunde. Wie cool ist das denn? Und so kann man auch noch seine Phantome im Detail sehen, zum Beispiel sein Porträt, seine Fähigkeiten und noch viel, viel mehr, Leute. Du kannst dann einen von diesem Phantom ausrüsten und beziehungsweise sogar besitzen und dann kannst du seine Fähigkeiten im Kampf ausprobieren. Es gibt ein sehr flexibles Kampfsystem. Bedeutet, du kannst zum Beispiel eine der 4 Waffen jederzeit auswählen. Also es ist nicht beschränkt wie eine normale Klasse. Im Hintergrund könnt ihr sogar noch die Karte und den Planeten sehen und du kannst zu verschiedenen Biomen reisen. Zu empfehlen sind auf jeden Fall Alfreezer Desert, Lapholm Icefield und Olmecs Regenwald. Du kannst dich mit dem Enterhaken rumschießen, du kannst auch mit dem Jetpack fliegen und dabei kannst du einfach noch Schatzkisten finden, Mineralien sammeln und Pflanzen einsammeln. Das Gute ist, du kannst einen 4-Mann-Trupp aufbauen und dann damit einfach in die Schlacht gehen. Am 28. Juli erscheint Noah's Heart. Also, worauf wartest du? Registriere dich jetzt vor und bekomm eine Menge Belohnung für Noah's Heart, wenn du dich jetzt vorregistrierst. Deswegen, der Link ist in der Beschreibung, erwartet auf dich und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das ist die Treppe, die bis zum Himmel führt und jedes Mal, wenn ich einmal drauf drücke, steige ich eine Treppe weiter nach oben. Also, uns fehlen nur noch 746 Stufen, um bis ganz nach oben anzukommen. Und deine Reise in den Himmel beginnt jetzt. Bist du bereit? In Mamas Bauch war es sicherer. Du lächelst bereit. Ich schaue zum Himmel auf, Freunde. Wir gucken auf jeden Fall bis zum Himmel. Und, oh, das sind immer verschiedene Stimmen. Und je mehr Stimmen wir haben, desto weiter. Oh Gott, gute Wahl. 4 Stufen gehen wir anscheinend nach oben als Baby, Freunde. Und guck mal, da geht anscheinend gerade sogar unser Vater nach oben, Freunde. Jetzt geht es sogar direkt weiter. Es gibt immer so verschiedene Farben. Und durch diese verschiedenen Farben kriegen wir anscheinend neue Aufgaben. Mutter hat dich zum Impfen gebracht. Ich nehme es ins Hinterteil, würde ich mal sagen. Ich nehme es wie ein Mann, Freunde. Ganz doll wie ein Mann. Und was glaubt ihr, können wir es schaffen, heute bis ganz nach oben zu kommen, Freunde? Bis zum Gipfel vor der Treppe? Weil uns fehlen nur noch, oh mein Gott, nur noch 700 Stufen, Freunde. Deswegen lasst gerne ein Like da bei 5000 Likes. Oh Gott, das haben wir eine Frage hier. Wie voll ist die Flasche? Ich würde sagen, die ist absolut 90% voll, Leute. Das war auf jeden Fall richtig. Dadurch kriegen wir jetzt sogar Geld, was auch sehr, sehr wichtig ist. Also Leute, bei 5000 Likes, denkt dran, da werdet ihr auf jeden Fall das Spiel nochmal weiterspielen. Jetzt haben wir hier, oh Gott, ganz viele nach oben gehen. Jetzt habe ich hier, komm schon, neue Aufgabe. Papa versucht, deine Windeln zu wechseln. Ich schmiere ihm Kacke ins Gesicht. Ich würde sagen, genau das machen wir. Man kann dann quasi entscheiden, Leute, ob man, oh Gott, schlechte Wahl, gehe 3 Stufen zurück. Ah, das heißt, wenn wir schlechte Dinge tun, gehen wir quasi Stufen zurück. Wenn wir gute Dinge tun, gehen wir quasi Stufen nach oben, Leute. Das heißt, hier müssen wir kurz gucken, dass wir am besten immer die gute Wahl treffen. Und was haben wir denn jetzt hier? Hallo? Babyalter abgeschlossen, Leute. Was? Okay, ich würde mal sagen, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier die Münzen. Und jetzt sind wir ein Junge. Jetzt sind wir quasi nicht mehr ein Baby. Das halt hochgeht. Das heißt, je älter, also das Ding ist, je höher wir kommen, desto älter werden wir also auch, Leute. Wie cool ist das denn? Jetzt sind auch unsere Fragen anders. Du siehst im Fernsehen ein süßes Schildkrötenbaby. Ich gehe vor und küsse es. Ich werfe später noch eben, ich bitte Mama, mir eins zu kaufen. Ich will, dass Mama mir eins kauft, Freunde. Das wäre auf jeden Fall echt cool, so ein kleines Schildkrötenbaby zu bekommen. Jetzt haben wir einfach 3 Stufen weiter nach oben und sind nur noch 692 Stufen bis zum Himmel. Okay, komm. Dann, wir gehen jetzt wieder nach oben jetzt hier und das ist anscheinend eine Frage. Weißt du es? Was ist 7 mal 5? Leute, das ist 35. Und dadurch haben wir eine richtige Antwort gerade bekommen. Ha! Und dadurch kriegen wir einfach, ihr seht gerade unten, haben wir jetzt 30 Weisheit und sowas. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Das ist ja mega cool, Freunde. Einfach jetzt sind wir weiser, ne? So, du hast einen verletzten Vogel gefunden. Ich bringe ihn zum Hausarzt. Ich führe selbst eine Operation durch. Ich mache Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich mache auf jeden Fall Mund-zu-Mund-Beatmung, Leute. Obwohl, ich glaube, ich hätte vielleicht eine Operation selber durchführen sollen. Dadurch hätten wir
Was? Schlechte Wahl? Weil ich einen Vogel wiederbeleben wollte? Zwar mit Mund zu Mund, aber... Hä? Okay, dann werde ich jetzt mal die ganz verrückten Antworten nehmen, Freunde. Wir wollen natürlich bis ganz nach oben kommen, weil oben verbirgt sich anscheinend irgendwie ein richtig, richtig krasses Geheimnis, ne? So, deine böse Schwester lacht, als du beim Laufen hinfällst. Ich würde sagen, ich breche ihr das Bein. Oh Gott, okay, das ist natürlich, jetzt sind wir wieder weiter nach unten, glaube ich, gekommen, ne? Ja, ich muss aber 4 Stufen zurückgehen. Und habt ihr es gerade gesehen? Da war gerade eine goldene, Leute, eine goldene Stufe. Oh Gott, komm schon, kleiner Mann, du musst jetzt hier ganz schnell nach oben gehen. Das haben wir hier die... Oh Gott, gib mir dein Geld. Oh nein, jetzt wird er einfach unser Geld klauen, Freunde. Oh Gott, wir verlieren jetzt 300. Jetzt hat er unser ganzes Geld geklaut, ne? Was haben wir jetzt hier? Du hast einen goldenen Schlüssel gefunden? Ey, Leute, was? Okay, ich würde sagen, ein Geschenk vom Himmel. 600 Münzen. Okay, das nehme ich auf jeden Fall an. Oh, ich konnte es irgendwie nicht annehmen, Freunde. Die ist einmal wieder verschwunden. Jetzt sind wir trotzdem nur bei 0 Münzen, ne? Aber jetzt, Leute, ich glaube, wir werden jetzt älter. Und zwar Kleinkindalter abgeschlossen. Leute, das bedeutet, guck mal, jetzt haben wir wieder mehr Weisheit und sowas gerade bekommen, ne? Jetzt sind wir einfach gerade ein Teenager, der nur noch 640 Stufen braucht, bis ganz nach oben zu kommen. So, deine Freundin drückt dir auf ihre Lippen, auf die Wangen. Ich küsse sie auf den Mund, ich sage, sie soll mich nochmal küssen, ich wische mir den Lippenstift weg. Ich küsse sie auf den Mund, Leute. Und das war auf jeden Fall die beste Antwort, die wir hätten nehmen können. Dadurch steigen wir einfach 5 Stufen nach oben, Freunde. Und kriegen wir da ein Haustier? Ist das da unser Haustier? Du hast einen Streuner gefunden. Oh, einen Streuner darf ich aber nicht mitnehmen von meinen Eltern. So, jetzt haben wir hier eine neue Stufe. Und zwar, ups, du hast ins Bett genässt. Ich schiebe es auf meine Schwester. Ich gieße Orangensaft darüber, um es zu verdecken. Ich trockne es mit Mamas Föhn. Ich würde sagen Orangensaft. Oh Gott, das war... Ey! Okay, man hätte, glaube ich, da nichts machen können, Leute. Oh doch! Das war schlau anscheinend mit Orangensaft, ne? Also wir gehen 5 Stufen wieder nach oben, Leute. Ehrlichkeit ist aber leider durch nach unten gegangen, ne? Wollte ich auch gucken, dass unsere Ehrlichkeit nach oben geht, ne? So, Persönlichkeitstest. Welche Hunderasse bist du? Bist du ein Einzelgänger? Nein. Nein, ich bin kein... was hast du für ein Wochenende geplant? Ich Freunde treffen. Worüber ärgerst du dich am meisten? Heuchelei. Und dann, wer wärst du, wenn du in einer Rockband spielen würdest? Ich wäre auf jeden Fall der Gitarrist, Leute. Und mein Ergebnis ist, oh, okay, anscheinend muss man natürlich wieder Werbung angucken, um das zu sehen. Ist irgendwie ganz doof gemacht, ne? So, jemand mobbt dich im Unterricht. Okay, ihr wurdet wahrscheinlich, oder ihr habt wahrscheinlich schon mal miterlebt, wie einer gemobbt wurde. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr da macht. Mal gucken, was wir jetzt machen. Ich heuere einen Killer an. Ich gehe nicht mehr zur Schule, ich trete in seine Gang ein. Hä? Ich würde sagen, ich heuere einen Killer an. Oh Gott, das haben auf jeden Fall die meisten gewählt. Und dadurch gehen wir 6 Stufen zurück. Aua! Ich falle ja sogar richtig die Treppe runter, Freunde. Oh Mann, okay, dann komm, wir gehen jetzt hier schnell nach oben, Leute. Wir sprinten, wir marschieren nach oben. Dann haben wir jetzt hier 4 Bilder und ein Wort. Okay, wir haben jetzt hier sauber machen. Putzmittel, oder nicht? Ah, okay, das ist auf jeden Fall Englisch für Dingens, Freunde, für Desinfizieren, ne? Okay, dann machen wir mal Sanitize. So, okay, damit haben wir auf jeden Fall hier schon mal... Oh, damit haben wir Geld bekommen, Leute, $50. Okay, und jetzt haben wir hier... Oh Gott, ein Geschenk vom Himmel, das brauche ich nicht, Freunde, ich gucke keine Werbung. So, weiter geht es hier, nein. Der Teufel klaut mir schon wieder 300 Münzen. Vielleicht müssen wir einfach schnell am besten nach oben laufen. Du kriegst ein nicht versprochenes Trampolin. Ich baue mir eins aus Kissen selber, ja? So, genau das mache ich, Leute. Wenn ich kein Trampolin bekomme, mache ich mir eins selber und steige einfach 7 Stufen auf, Leute. Oh mein Gott. Okay, weißt du schon? Wie heißt der Spielzeug-Cowboy in Toy? Woody, Freunde. Das ist Woody. Der spielt hier in Toy-Dingens, in Toy Story. Okay, komm. Oh mein Gott, wir haben jetzt hier einen weiteren Schlüssel, Leute. 2 von 3 Schlüsseln haben wir... Oder nee, Goldschlüssel hier, ne? Okay, den nehmen wir jetzt mal mit. Da haben wir jetzt sogar schon 2 von 3 Schlüsseln, Leute. Und dann steigen wir wieder ein auf, und zwar ein Kindheitsalter auf. Und dadurch sind wir jetzt hier, glaube ich, ich guck mal gerade. Genau, sind wir sogar schon fast junger Erwachsener. Man nennt es auch Teenager, ne? Ein Freund von dir hat eine Giftspinne als Haustier. Ich besuche ihn im Schutzanzug. Ich lasse mich beißen, um Spider-Man zu werden. Ja, das machen wir. Ich lasse mich beißen, um Spider-Man zu werden. Oh nein, ich gehe 5 Stufen zurück, Leute. Ey, ich bin gerade fast wieder jünger geworden, Leute. So tief bin ich gerade gefallen, ne? Okay, komm, dann gehen wir ein bisschen weiter nach oben jetzt hier. Und dann haben wir schon wieder einen Streuner gefunden. Warum sind denn überall denn irgendwelche Streuner, Freunde? Das kann doch nicht angehen. Und dann, du kommst ins Zimmer deiner Eltern und siehst, wie sie sich küssen. Ich schaue heimlich zu, was geschieht. Okay, ich nehme ein Video auf.
Ich gratuliere Ihnen zum Partnerglück. Ja, genau. Das andere ist auf jeden Fall echt ein bisschen komisch, Freunde. Da kriegen wir sogar 7 Stufen dafür, dass wir artig geworden sind, ne? Das war schon echt ein bisschen komisch, muss ich sagen, Leute. Also wenn man da jetzt irgendwie das anfängt zu filmen oder so. Welcher Flirt-Typ bist du? Wie stellst du dir ein perfektes erstes Date vor? Strandspaziergang hört sich schon echt gut an. Wie würden deine Freunde dich beschreiben? Ich würde sagen, abenteuerlustig. Und dann die wichtigste Eigenschaft bei deinem Partner ist, ja, gutes Aussehen, ne? Muss er schon sagen, gutes Aussehen. Welchen Promi ähnelst du am meisten? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Tom Hanks. Johnny Depp, Leute. Und dann, ja, das Ergebnis kann man halt nur sehen, wenn man irgendwie die Werbung guckt, ne? Ich würde auf jeden Fall keine Werbung gucken. Aber könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr, Leute, was glaubt ihr, was seid ihr für ein Promi und was seid ihr so für, ihr könnt gerne die Fragen auf jeden Fall mit beantworten, ne? Du hast Gelegenheit, in der Prüfung zu spicken. Ehrlichkeit ist für mich selbstverständlich. Ich nehme das Blatt bei meiner Freundin und schreibe ab. Ich betrüge, wen interessiert das? Ja gut, Ehrlichkeit, ne? Leute, normalerweise deswegen nicht spicken im Unterricht. Wenn ihr da einmal erwischt werdet, oh, kriegen wir 9 Stufen. Da kriegen wir 9 Stufen, Leute. Oh mein Gott, wir gehen direkt hier zur nächsten Frage direkt, weil wir so viele Stufen haben, ne? Du stehst auf die Freundin deines besten Freundes. Ich sag es meinem Freund. Ich bitte meinem Onkel, Wissenschaftler, sie zu klonen. Ich mache ihr eine... Okay, also ich würde mal sagen, ich klone dann einfach die jetzt, ne? Ich meine, wenn man die nicht haben kann, dann muss man sie halt irgendwie klonen. Dadurch kriegen wir einfach 3 Stufen nach oben, Freunde. Was? Okay, das sind wir auch echt mega verrückt, ne? Aber 3 Stufen nach oben. Okay, sortieren sie alle. Okay, warte mal. Alle sortieren? Hä? Ich würde sagen, muss ich... Ach so, okay, wir können jetzt hier, zack, die Dinger nehmen. Okay, warte, muss ich einmal ganz kurz die hier hin machen. Dann der Donut kommt hier hin. Der Donut kommt, warte, dann kommt die Pizza. Pizza kommt dann hier hin, dann kommt der Donut rein. Und jetzt kommt Pizza hier rein, Freunde. Das heißt, hier schön die Pizza so, das Ding hin, das Ding da. Und jetzt haben wir alle sortiert, Leute. Und dadurch kriegen wir einfach Geld. 50 Münzen haben wir dadurch jetzt gerade bekommen. Und, oh Gott, dir fällt auf, dass du einem von Papas Freunden sehr ähnlich siehst. Ich mache Mama darauf aufmerksam. Das muss ein Zufall sein. Ich frage, ob er mal mit meiner Mama ausgegangen ist. Das muss ein Zufall sein, Freunde. Also, da muss man ja nicht drauf ansprechen, ne? Obwohl man dann schon gerne wissen möchte, was so der richtige Vater ist, ne? So, oh Gott, Freunde, wir sind sogar... Uns fehlen jetzt nur noch 500 Stufen, Leute, bis wir das Ganze geschafft haben. Wenn ihr von noch einen zweiten Part sehen wollt, denkt dran, 5000 Likes, dann kommt auf jeden Fall der zweite Part, wie wir dann quasi die letzten Stufen besteigen werden. Checkt die bei Views aus, haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.